Ein flaches Planetenmodell wirft ganz andere Fragen auf. Wie weit ist es bis zum Rand? Was befindet sich auf der Rückseite? Wie oft kann man es anbohren, ohne seine Verankerung im Kosmos zu gefährden? Wie sind andere Himmelskörper beweglich am Firmament befestigt? Wie kann man alles aus den Angeln heben? Bei der Landung des ersten Raumschiffes wird der fremde Planet vermessen und ihm damit eine neue Raumordnung übergestülpt. Dabei überträgt sich gleichzeitig die alte tektonische Unordnung durch das Raumschiff bei der Rückkehr auf das gesamte Organisationssystem der Außerplanetarischen. Ein Raumschiff in der Form eines Planeten auf der vergeblichen Suche im All nach einem Landeplatz. Der Ausstieglift ist bereits ausgefahren. Der Treibstoff geht zur Neige. Durch die lange Abwesenheit von Atmosphäre, Gravitation und die relative Geschwindigkeit hat sich das Raumschiff erhitzt und verformt. Um es ohne weiteren Energieverlust abzukühlen, laufen die Außerplanetarischen in der Kanzel entgegen dem Uhrzeigersinn. Im Moment ihrer allergrößten Verzweiflung. Außerirdische landen auf dem Planeten Erde und errichten auf dem Nordpol eine Prozentfahne ihres Glaubens an den Verzinsungszwang aller bekannten Kapitalsorten. Als nächstes stellen sie einen Tisch auf. Stellen sie einen Tisch auf, der so hoch ist, dass niemand sehen und erreichen kann, was sich darauf befindet. Um den Tisch herum wachsen hungrige Mäuler wie Pilze aus dem Boden und schreien nach Futter. Nachdem auf dem Planeten ein Markt mit einer sich selbst erhaltenden Dynamik von Angebot und Nachfrage initiiert ist, kehren die Außerirdischen ins All zurück. Ausgleichende Gerechtigkeit. Glück und Pech. Schokolade-Pipelines für alle auf dem Planeten. Oder die weltweite Ausbreitung der Anhimmlung des unerschöpflich sich mit sprudelnden Zinsen immer weiter füllenden Schokoladenbrunnens durch alle Leckermäuler nach der täglichen Fütterung mit dem bittersüßen Kapital.